Ja, denke ich auch, Co. Aber es ist ein sehr schönes Spiel. Freut euch schon mal drauf. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich diele mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Moin, Kubin. Gute Nacht, meine Kleine. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Das ist eine gute Frage. Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. F5, Akumio. Können wir nochmal telefonieren? Hallo? Hola? Es ist tot. Dad? Haben wir noch Klopapier? Daddy? Random Jan, ich denke mal so, boah, so gute 5 Stunden oder so werden wir noch da sein. 4-5 Stunden. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und... Es ist in der Nähe. Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Was war das? Okay. Dad? Ich glaube, wir müssen los. Ich glaube, wir müssen los. Was ist bloß los? Sein Telefon. Wo denn? Ah!
Hauptsache, wenn ich mich nach hier drehe, klingt das, wenn es vorne ist. Ich glaube, da hinten liegt's. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Wo ist er? Das ist eine gute Frage. Okay. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott! Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Alles wird gut. Jimmy, ich warne dich! Nein! Geh! Geh! Ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach raus. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey Sarah. Wie geht's dir, Ibis? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Sind so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hier. Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Moin, Kiki. Okay. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da, da, da! Festhalten! Fahr! Vorsicht!
zurück. Was ist hier los? Enzo, moin. Dad? Ich bin da, Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Scheiße! Wir müssen hier sein. Oh mein Gott! Halt dich fest! Okay. Geht das schneller? Hallo? Mach die Augen zu, Kleines. Lauf weiter! Ich laufe? Hammer nach, Moinsen. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Zurück, es sind zu viele! Durch die Gasse! Ja, dann lauf! Los! Oh. Das gab Kick in die Nieren! Bist du? Wir sind fast da. Wir sind fast da, Kleines. Lauf weiter! Mach, dass ihr wegkommt! Komm schon! Jo! Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Onkel Tommy? Wir treffen uns dort! Mach schnell! Lauf! Wir sind fast da. Sie kommen hier. Dad? Oh, lauf! Schneller, Mann! Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey, helfen Sie uns. Stopp. Bitte, meine Tochter. Ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es wird weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an.
Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Ich habe es schwer genommen, ein paar Days, damit Leute ein bisschen Gefühle zeigen können. Es ist okay zu weinen. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Die Musik ist sehr ähnlich zu, wie hieß das Game nochmal in dem Haus? Komm mal nicht auf den Kontrollpunkt Tag. 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Ja, Metro auch. Aber es gibt noch ein anderes Game, ich komme gerade nicht auf den Namen. Was, ist das dein Ernst? Wo man in einem Haus überleben muss und raiden muss. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch drauf. Das war auf mein, genau. Das werde ich Ihnen mal sagen. Resident Evil. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Laut. Auf den Boden. Okay, okay, scheiße. Kacke runter. Ich hab nichts Falsches gemacht. Hände hoch, verdammt nochmal. Mach schon. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Die sich wegschleichen. Die ganze Truppe? Ja.
Ich habe gehört, ich hab uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach ruhig. Okay, weiterfahren. Oh, Verzeihung. Ausweise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Ich besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los, hier, los! Los, Lisa! So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Na dann mal los! Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joel, hilf mir mal damit. Okay. Seid vorsichtig da draußen. Das ist schlimm. Und dunkel. Ich muss darauf achten, was sie wegwerfen. Das wäre Licht. Sprach das Mondgesicht. So, unser Zeug. Hier noch irgendwas anderes zum Aufheben? Unsere Rucksäcke sind noch hier. Die gute alte Pistole. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Mhm. Gib mal Taschenlampe jetzt hier. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Scheiße, wir haben keinen Stein. Die Masterwaffe in. Die Masterwaffe in der Last of Us. Der Stein! Flaschen können wir auch nicht mitnehmen. Okay. Bereit? Ja, Ma'am. Na los. Help me. Help me. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage?
Natürlich ist das eine Fangfrage. Jetzt gucken wir erstmal nach Zeug. Das erste, was man macht, nach Supplies gucken. Always. Hey, Ruhe. Haben Sie hier irgendwo Duken? Hey Kenny, hau rein. Viel Spaß. Vielleicht bis später. Ansonsten viel Spaß mit dem Wort. Ich glaube, wir machen das bei YouTube noch drauf. Das ist eine gute Idee. Dann haben wir YouTube da, bei YouTube noch das komplette Game. Das ist eine gute Idee. Man gewöhnt sich dran, Fredicke. Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. Ja, wo versteckt man denn eine Leiter? Hey, probier's doch mal da drüben. Wo? Ah! Hier soll ich's gucken. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Tutorial freischalten zum Ansehen. Auch kein Tutorial. Ich hab Chat. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Hey. Wir müssen auf jeden Fall gucken, ob wir hier irgendwo... Ah, guck hier. Das war eine Menge. Oh! Teile. Oh, da hat irgendwas geflackert. Aus dem Augenblick. Oh, 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 oh. Guck mal hier. Was haben wir denn da? Firefly-Anhänger. Okay, okay. Eine Sekunde. Ja, so ist besser. Ich hab nämlich so einen Zug im Nacken. Das ist, steif im Nacken, du. Nicht gut. Jetzt hier runter. Ja, nu, mach mal nicht so schnell. Wir müssen doch erstmal gucken, ob hier irgendwas ist. Ob Norbert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Ja, tja, er hat immer irgendwas. Das reicht dann für eine Weile. Warte, Sporen. Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Oh Gott, wir müssen schleichen. Okay.